Seit Anfang Januar tummelten sich die Promis wieder einmal im Dschungelcamp beim beliebten RTL-Format Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Für die Promis hieß es daher, australische Spezialitäten kosten statt Luxusessen genießen und zusammen mit Spinnen, Skorpionen und Krokodilen auf Sternejagd gehen. Dieses Jahr auch mit dabei der ehemalige Boxweltmeister Sven Ottke, der am Ende sogar nur knapp am Dschungelthron vorbeischrappte. Grund genug also für uns, um seine erfolgreiche Boxkarriere noch einmal Revue passieren zu lassen und euch seine drei größten Karriere-Highlights zu präsentieren. Also, let's go! Als die Verantwortlichen des Sauerlandstalls im Sommer 1998 bekannt gaben, dass das damalige deutsche Boxtalent Sven Ottke gegen den IBF-Titelträger Charles Brewster antreten wird, hielten viele diese Nachricht erst einmal für einen Scherz. Ottke, der erst vor damals 17 Monaten sein Profidebüt gab, sollte sich gegen The Hatchet behaupten. Wohl kaum. Doch Ottke strafte seine Kritiker Lügen und lieferte in Düsseldorf einen klasse Kampf ab. Mit schnellen Beinen und unvergleichbaren Maidbewegungen und flinken Händen konnte er den Kampf schließlich mit 2:1 nach Punkten für sich entscheiden. Und aus Kritik wurde schnell Anerkennung. Nach vielen erfolgreichen Titelverteidigungen seines Weltmeistertitels nach IBF-Version, unter anderem gegen die Boxgrößen Glenn Johnson, Silvio Branco, Anthony Mundin und Rudi Makkussen, krönte Ottke seine erfolgreiche Karriere am 13. März 2003. Im Kampf gegen Byron Mitchell in der Max-Schmeling-Halle in Berlin tat Ottke sich in einem temporeichen Kampf vor knapp 10.500 Zuschauern besonders in den letzten Runden schwer. Er konnte sich aber letztlich über die Zeit retten und gewann Mitchells WBA-Titel im Supermittelgewicht. Durch diesen Titelgewinn war er erst der zweite Deutsche nach Darius Michalczewski, der einen WM-Titel in zwei Verbänden hielt. Doch das absolute Highlight seiner Karriere ist seine Karriere selbst. Als er am 27. März 2004, kurz nach dem Kampf gegen Armand Krajnc, sein Karriereende im Ring mitteilte, trat er somit als ungeschlagener Weltmeister ab. Ottke bestritt insgesamt 34 Profikämpfe, die er allesamt für sich entscheiden konnte, und verteidigte insgesamt 23 Mal seine Titel. Er war nie einer der auffälligsten Boxer und trug nicht umsonst den Kampfnamen Das Phantom. Doch seine Art zu boxen, so unattraktiv sie für den einen oder anderen Zuschauer auch sein mochte, war über alle Maßen effektiv und erfolgreich. Dass der Name Ottke nie mit dem ganz großen Ringspektakel verbunden wurde, störte ihn ebenso wenig wie all der Gegenwind, den er über seine Karriere hinweg hinnehmen musste. Über seine Ringtaktik sagte er einmal: "Boxen heißt für mich zuallererst, nicht getroffen zu werden." Und damit beschrieb er seine Art auch außerhalb des Ringes perfekt. Er war kein Mann des großen Trubels, sondern einfach ein Phantom. In seinem letzten Kampf im Dschungelcamp konnte Ottke seine perfekte Bilanz leider nicht fortsetzen und verpasste nur knapp die Krönung zum Dschungelkönig. Doch da er ankündigte, seine komplette Gage seinem Verein Sven Hilft zur Verfügung zu stellen, ist er doch auf jeden Fall einer der Gewinner der diesjährigen Staffel. Doch was meint ihr? Wie findet ihr Ottkes Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp? Ab in die Kommentare mit eurer Meinung.